Los geht's, Kinder. Neue Produkte. Hallöchen, schön, dass ihr auch heute wieder eingeschaltet habt, meine Lieben. Und herzlich willkommen zu einer neuen Produktrezension hier auf diesem Kanal. Und ich weiß jetzt nicht, ob ich das, was ich gerade am Anfang gesagt habe, drin lasse oder nicht. Auf jeden Fall habe ich noch ein weiteres Produkt für euch, was jetzt frisch in meinem Shop drin ist. Ich weiß, habe ich ja irgendwie letzte Woche schon eins von vorgestellt. Und das kommt wirklich nicht häufig vor, dass ich jetzt innerhalb von so kurzer Zeit irgendwie mehrere Produkte vorstelle, die ich selber vertreibe. Deshalb, ich hoffe, dass ihr da ein bisschen Geduld mit mir habt. Aber trotzdem wollte ich euch das heutige Produkt nicht vorenthalten, weil ich ganz genau weiß, dass das einige von euch sehr interessiert. Und ich vor dem Release, also bevor ich das jetzt bekommen habe in meinem Shop, weil ich da nämlich auch schon einige Anfragen zu bekommen habe vorher. Denn es ist nämlich das letzte Produkt, was von Bluemann erschienen ist. Und das ist das Hybrid Cream Clay. Das letzte Produkt, was ich von Bluemann rezensiert habe, war ja das Cavalier Clay, also ein schweres Clay, was sehr ähnlich funktioniert wie Hans de Foucaults Claymation, aber noch ein bisschen fester ist, ein bisschen mehr Halt gibt und auch ein kleines bisschen auf der öligeren Seite ist. Und das hier ist deshalb ein Produkt, was von euch, also von Zuschauern, mit denen ich irgendwie so im Laufe der Zeit Kontakt hatte, was recht häufig von euch angefragt wurde. Einfach, weil Cavalier Clay ja ein schweres Clay ist und es außerdem so vermarktet wird von der offiziellen Bluemann-Seite her, dass es sich eben hauptsächlich für Männer mit dichtem oder dickem Haar oder mit schwierig zu bändigendem Haar eignet. Und das hier ist eben eine leichtere Variante. Deshalb hat das einige interessiert und deshalb freue ich mich, dass ich das auch endlich in meinem Shop anbieten kann. Es hat ein bisschen gedauert, aber jetzt ist es endlich da und deshalb gibt es heute eine Rezension hierzu. Ja, und das hier ist eben insgesamt das fünfte Produkt, was Bluemann auf den Markt gebracht hat. Und das ist Ende 2016 oder 2017, ich bin mir gerade nicht ganz sicher, erschienen. Und das hier ist eben ein leichtes Clay, was so ein Mix aus einer Haarcreme und aus einem Haarclay ist. Also im Sinne von, dass es den Halt und die Leichtigkeit und die Flexibilität einer Haarcreme besitzt, was sich als Produktkategorie übrigens super für Männer mit lichtem oder dünnerem Haar eignet. Und aber auf der anderen Seite die gleiche Textur und den gleichen Glanz und das gleiche Finish wie ein schweres Clay beispielsweise bietet. Also wie gesagt, eigentlich ist das hier eher eine Haarcreme, aber hat auf der anderen Seite auch viele Eigenschaften von einem Clay. Und das wird am offensichtlichsten, wenn ich das hier mal aufschraube und euch ein bisschen was von der Konsistenz zeige. Was ich auf jeden Fall als Besonderheit hier hervorheben muss, ist der Scoop-Out. Denn das geht wirklich sehr einfach aus der Verpackung raus, im Vergleich zu dem Cavalier Clay zumindest, wo man ja deutlich Kraft und Hitze anwenden musste, damit da was rauskommt. Und hier geht es wirklich sehr einfach. Ihr seht, ich habe schon einen riesen Produktberg hier am Finger und den werde ich jetzt auch erstmal in meiner Hand verreiben, denn dann seht ihr, dass das Ganze sich sehr, sehr leicht anwenden lässt und vor allen Dingen, ist da gerade was runtergetropft, dass es sich sehr leicht zwischen den Händen verteilen lässt. Also Konsistenz wirklich sehr, sehr ähnlich wie das Arcadian Clay. Ich hatte bei meiner Rezension von dem Arcadian schon hervorgehoben, dass das Ganze sich in der Hand so ein bisschen wie Sand anfühlt. Und ich weiß nicht, ob ihr das auf dieser Kamera erkennen könnt, aber man sieht, dass das, man sieht fast die einzelnen Clay-Partikel schon, ja. Also zunächst mal zum Thema Anwendung. Ich muss sagen, dass sich das hier sehr leicht anwenden lässt, denn ich habe lange Haare, ich habe trockene Haare von Natur aus. Und das betone ich immer, wenn es um leichte Clays geht, weil sehr viele leichte Clays eine deutliche wachsige Komponente haben, sehr trocken sind und deshalb für mich einfach von Natur aus sehr schwierig anzuwenden. Weil da nämlich hier oben alles irgendwie zusammenklebt und ich nicht mit den Händen durch die Haare durchkomme. Das ist hier nicht so, wie ihr ganz einfach sehen könnt, wenn ich da mit den Fingern durchgehe. Das bleibt nirgendwo stecken und ich kann da durchaus einfach immer wieder durchgehen, ohne dass da großartig was passiert. Verglichen mit anderen leichten Clays kann ich mit diesem Produkt hier zwar nicht so viel Volumen erzeugen, aber trotzdem behält die Frisur eine gewisse Leichtigkeit. Und das bedeutet, dass die Haare nicht einfach irgendwie so hier zusammenklappen oder die ganze Frisur auseinanderfällt, sondern die behält schon ihre Form, auch wenn draußen irgendwie es sehr stürmisch ist oder so, so wie das heute der Fall ist, oder wenn es feucht ist, so wie das heute eben auch der Fall ist, weil ich lebe in Aachen, dann fällt die Frisur nicht einfach so auseinander. Und das ist eine Sache, die ist ehrlich gesagt recht selten in Haarpflegeprodukten und deshalb ist das etwas, was ich hier dann auf jeden Fall positiv hervorheben muss. Eine Eigenschaft, die Hybrid für alle Haartypen interessant macht, also nicht nur für die feinen und lichten Haartypen unter uns, ist die Möglichkeit, Hybrid als
als Pre-Styler zu benutzen. Also für alle, die nicht wissen, was ein Pre-Styler ist, du nimmst einfach ein bisschen von dem Wachs, tust das in handtuchfeuchtes Haar rein und föhnst dir die Haare dann in Form. Und das sorgt dafür, wie das auch schon bei Original, dem ersten Produkt von Blumann, der Fall war, dass die Haare sehr viel Volumen bekommen können und dass sie schon mal so einen leichten Halt bekommen und dass es einfacher ist, im Gesamten der Frisur so eine gewisse Form zu geben und schon mal so die Grundlage von dem zu schaffen, wo du mit deiner Frisur dann hin willst. Danach kannst du, wie gesagt, entweder noch ein bisschen hiervon nehmen oder du nimmst einfach Cavalier Clay, wenn du mehr Halt haben möchtest. Das funktioniert beides sehr gut und ich finde, dass sich diese Produkte sehr gut ergänzen. Also insgesamt kann ich sagen, dass Hybrid vermutlich so das flexibelste Produkt ist, was Blumann bis jetzt rausgebracht hat. Cavalier Clay ist halt ein schweres Clay, hat einen bestimmten Anwendungsbereich. Original Meraki hat einen gewissen Anwendungsbereich, nämlich dass es sich als Pre-Styling-Wachs sehr gut eignet, also um das vorher reinzumachen, um Volumen in die Haare zu bekommen. Und Hybrid kann eben ganz viele verschiedene Sachen. Du kannst das alleine als Post-Styler benutzen, damit deine Haare einen leichten bis mittleren Halt bekommen und diese typische Clay-Textur. Du kannst es als Pre-Styler benutzen, um Kontrolle und ein leichtes Volumen deinen Haaren zu geben. Du kannst es aber auch als Finisher benutzen, wenn du schon ein Produkt in den Haaren drin hast oder beispielsweise mit einem Volumenschaum arbeitest, einfach nur damit deine Haare nicht ganz so trocken geföhnt aussehen und eine Textur bekommen. Und ja, und wenn du viel davon verwendest, kannst du es sogar als Pomade mit mittlerem Halt benutzen, die aber dann ein deutlich matteres Finish hat. Und das ist eben auch was, was du nicht bei jedem leichten Clay so vorfindest. Wenn ihr euch für das Produkt interessiert, habe ich euch sowohl die Blumann Website als auch meinen eigenen Shop in der Beschreibung verlinkt. Es würde mich freuen, wenn ihr das erwerben möchtet, wenn ihr das über meinen Shop macht. Müsst ihr aber natürlich auch nicht, denn es gibt ja auch Alternativen. Aber ich habe euch alles einfach mal unten in die Beschreibung reingesetzt. Und wenn ihr Fragen zu dem Produkt habt, stellt die einfach gerne in den Kommentaren. Ich gehe dann gern drauf ein und versuche euch da weiterzuhelfen. Ansonsten vielen Dank für die Aufmerksamkeit, Leute. Das war es jetzt auch erstmal mit den Vorstellungen für meinen eigenen Shop. Und ansonsten sehen wir uns gerne im nächsten Video wieder. Bis zum nächsten Mal, Leute. Bis dann, euer Kai.